Also ich bin schon lange auf der Suche nach meiner Berufung, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe den großen Yoga-Lehrer vor 10 Jahren schon gemacht, bin eigentlich hauptberuflich Zahnarzthelferin. Und meine Kindheitstraum, sage ich einfach mal, oder mein Jugendtraum war schon immer mit Kindern zu arbeiten. Aber ich bin den Weg einfach nie gegangen, weil ich den Weg meiner Eltern gegangen bin und komme immer wieder auf diesen Traum zurück, Kinder zu unterstützen. Und gerade jetzt, in der Zeit von Corona, finde ich, ist es auch so wichtig, Kinder zu unterstützen. Und ich merke halt einfach, ja, dass die Kinder, dass ihnen das fehlt. Und ich bin mittlerweile, ich werde jetzt 57 und bin halt als Kind groß geworden, in die Natur zu gehen, zu spielen, in einem großen Garten. Und die Kinder haben das nicht mehr. Und ich habe so diesen Wunsch, diesen Herzenswunsch, einfach den Kindern was mitzugeben für später, dass das Erwachsenenleben einfach einfacher wird. Und durch diesen Wunsch, warum auch immer, bin ich durch Instagram draufgestoßen. Ich habe mein Handy in die Hand genommen und denke, das Geschenk kommt gerade vom Himmel gefallen und habe vor 14 Tagen noch gar nicht gewusst, dass ich hier sitze. Und es ist einfach in mein Leben gekommen, gehüpft. So kam das. Also ich sage ganz ehrlich, für mich ist es ja ein Weg von 3 Stunden gewesen. Ich wollte es erst online machen. Und der Tag heute war für mich ein Ankommen im Herzen. Es war ein wunderschöner Tag. Bei mir sind die Tränen geflossen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin umgeben von Herzensmenschen und es kam vom Kopf ins Herz. Und das Schöne war oder ist jetzt auch, dass ich die Entscheidung treffen konnte, weiterzumachen. Ich wollte es spüren und es ist so eine unglaublich schöne Energie geflossen. Wir kannten uns ja vorher gar nicht und sind so zu einer schönen Familie zusammengewachsen. Und es war einfach, also ich gehe mit beseeltem Herz einfach heute heim und kann es nur jedem weiterempfehlen, hierher zu kommen und zu spüren. Es ist so wichtig, es zu spüren einfach. Ich habe die Yoga-Lehrer-Ausbildung für Kinder schon mal angefangen. Ich habe es nie beendet. Und die Möglichkeit ist quasi an Schulen auch zu unterrichten und dass es natürlich auch zertifiziert ist. Dass ich quasi ein Rundum-Paket bekomme, weil ich als Yoga-Lehrer ja schon zertifiziert bin und jetzt auch nochmal dieses Paket habe, um den Eltern die Möglichkeit gebe, auch die nicht so viel Geld haben, zum einen, dass sie dadurch partizipieren durch die Krankenkasse und dass ich halt an den Schulen unterrichten kann und dass ich ein richtig schönes, fertiges Konzept habe. Das ist ein Geschenk, sage ich einfach mal, an die Schule ranzutreten. Es ist alles schon da und ich kann halt eine breite Masse von Kindern dadurch auch einen Weg aufzeigen. Und das ist halt das Schöne. Und das habe ich so in dieser Form noch nicht auf dem Markt gefunden, außer hier. Und deswegen bin ich so begeistert. Du kannst nichts verlieren. Man kann nur gewinnen. Und die Atmosphäre hier, die Räume und wie man auch aufgenommen wird, das ist alles der Rahmen, es ist alles stimmig. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube, man muss es erleben. Na, man kann da noch so viel sprechen. Ich habe Videos gesehen im Internet, die haben mich schon angesprochen, weil es einfach authentisch war. Aber ich bin so dankbar, dass ich mich auf den Weg gemacht habe und wirklich hier angekommen bin, um es nochmal, das i-Tüpfelchen nochmal so draufzusetzen letztendlich. Die Bestätigung, dass ich schon vom Gefühl her richtig war, weil das war für mich einfach wichtig, dass ich halt hier nochmal herfahre. Ne? Und der Weg hat sich gelohnt. Ich muss es erstmal sacken lassen, weil da ist so viel jetzt in mir heute bewegt worden, dass ich einfach es gar nicht fassen kann. Ich suche den Haken noch. Ne? Ich habe auch Patricia vorhin gesagt, wo ist der Haken? Da ist jetzt was vom Himmel gefallen, wo ich schon so lange gesucht habe. Weil ich habe immer gedacht, wie kriege ich das auf die Straße? Und jetzt kriege ich da einfach so ein Konzept geliefert. Unfassbar, das ist, ich kann nur sagen, danke.